Also zunächst mal ist das Instrument Kundenmonitor Deutschland neutral und unabhängig. Da hat die SPK keinen Einfluss, weder auf die Art der Befragungen noch auf die Auswahl der Befragten. Das gilt für jede Krankenkasse. Und die SPK fällt eben auf, dass sie gerade im Kundenkontakt besonders hohe Zufriedenheitswerte hat. Daraus lese ich ab, dass die Kundennähe kein Wort ist, sondern sie wird gelebt bei der SPK. Die Kunden bestätigen dies. Ja, Testsieger, wir freuen uns auch drüber und wir haben es intern auch ein bisschen gefeiert. Aber die Arbeit geht meistens danach los. Es ist gar nicht die Information, welchen Platz wir gemacht haben oder ob wir gewonnen haben, sondern wir warten dann sehr auf die Detailergebnisse, um letztendlich zu gucken, was haben unsere Kunden eigentlich wie zurückgemeldet. Und die SPK setzt sich mit diesen Ergebnissen auseinander, holt unseren fachlichen Rat ein, bittet uns, Stärken und Schwächen detailliert aufzuzeigen, um noch besser zu werden, um auch in Zukunft den Wettbewerbsvorteil, den sie haben, über die Stärke im Kundenkontakt weiterhin aufrechtzuerhalten und ausbauen zu können. Es ist ein Erfolg, weil unsere Kunden zurückgemeldet haben, dass wir anscheinend viele Dinge besser machen als andere Krankenversicherungen. Und der Sinn des Videos ist es natürlich auch, dass unsere Versicherten drüber reden, es teilen und möglichst vielen erzählen, damit die Versichertengemeinschaft noch größer wird.